Moinsen! Und willkommen bei Anshi zieht um! Und Portal Knights. Und der, alte Sack sitzt wieder auf der Bank. Was Opas halt so tun, würde ich so sagen. Ja, wir haben denn ein... Na? Gleich einen toten Opa, so wie das aussieht. ja. Nein, Leute, willkommen bei Portal Knights. Genau, heute, genau. Angesprochen. Ja, wir haben heute ein Let's Show. Genau. So, Schienen führen zu unserem Kaufmannsladen. Es ist ein Bäcker und es ist ein Blumenladen. Und zieht euch die Markise rein. Ist die nicht geil? Okay, pass auf. Ein kleines Let's Show. Und zwar ist unser Lager fertig. Juhu! Da, guckt euch das schöne Lager an. Das Lager ist größer als unser Hausturm. Ja, wer hätte das gedacht? Wo wir doch gar nichts sammeln immer. Ja, eben. Also, so die drei Sachen, die wir beim Inventar haben. Frag mich, warum wir das da gebaut haben. Naja, auf jeden Fall haben wir das auch mit dem Dach hingekriegt. Da, wir haben sogar ein Dach, sogar mit Ziegeln. Ich bin begeistert, dass das überhaupt was wurde. Ja, dann will man sagen, kommen Sie rin. Hier ist unsere erste Kistenetage, so sagen wir es mal lieber so. Wo wir denn, ja, ganz unten unsere Rohstoffe haben werden. Weil wir die ja, denke ich mal, immer am meisten benötigen werden. Also ist das auch der kürzeste Weg. Also die grüne Etage ist die Rohstoffetage. Dann gehen wir einmal hoch. Tada! Und haben die blaue Etage. Wupp, wupp. Also im Endeffekt ist das mit den Kisten genau dasselbe wie in den anderen Etagen. Also wir haben das, ich sag mal, versucht, ein bisschen dekorativ einzurichten. Ja, ich weiß, es ist nur Lager. Ja, und diese Etage hier wird so Nahrungsmittelgedönse sein. Und dann habe ich mir so gedacht, weil wir mit Nahrungsmittel und mit Samen ja nicht allzu viel verbrauchen werden, weil die meisten Samen werden wir ja auch einpflanzen, weil die nützen uns ja nichts in der Kiste, würde ich sagen. Habe ich mir gedacht, machen wir auch die Zauberetage mit unserem Zauberkram, was wir auch so in die Zwischendurch sammeln. Hier diesen komischen Totem da oder was da ist. Weil damit müssen wir ja auch noch irgendwo hin. Also mischen wir das hier, das ist, ja, das passt, denke ich mal, weil wir von beiden nicht so viel haben werden. Und dann die nächste Etage, die rote. Das wird Deko-Krimsbrums sein. Yeah. Und davon werden wir eine Menge haben. Die meiste Deko wird einfach in Kisten lagern. Statt sie irgendwo aufzustellen, weil wir ja immer so viel mitnehmen. Und gar keinen Platz dafür haben. Ja, und diese Treppe haben wir einfach mal noch so stehen gelassen. Falls wir irgendwann noch der Meinung sind, wir brauchen vielleicht denn noch ein Dachgeschoss quasi. Ein Dachboden. Da kann man hier noch einen Boden hier durchziehen. Und dann haben wir noch einen kleinen Dachboden, falls das irgendwann mal vonnöten sein sollte. Und diese Kisten nicht reichen sollten. So, so viel dazu. Das heißt, wir werden umziehen. Wir werden heute umziehen. Juhu! Okay. Zack. Und zack. Dum, 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 dum. So, ein paar Schienen verlegen. Und das war's auch schon mit den Schienen. Wir brauchen unbedingt Schienen. Ach, die werden uns bestimmt noch auf unseren Ausflügen beim Weg laufen. Oder Rollen. Weiß nicht, was Schienen so machen. Ja. So, dann würde ich mal sagen, hier die Rohstoffe hier unten, die kann man ja dann ja auch irgendwie aufteilen. Ne? Eine Seite ist Holz, die andere Seite Stein oder sowas. Arbeite schon da drin. Ja. So. Wasserbombe. Totembruchstück. Okay. Bin ja mal gespannt, wie lange wir denn da auch Ordnung halten.
Achso, ich weiß gar nicht, ob ihr das in der nächsten, in der letzten Folge schon gesehen habt. Wir haben einen Briefkasten. Also, kann man uns jetzt Mails schreiben? Oder Hate-Kommentare? Lasst euch was einfallen. So. Wir ziehen um. Wir ziehen um. Dann mache ich einfach mal das Gemüsezeug gleich hier schon. La, la, la. Wenn hier schon so stehe. Dum, di, dum, di, dum, di, dum. So. Was denn das? Tschüss. So, Gemüsezeug haben wir. Und natürlich haben wir unser ganzes Lager mit Eisenkisten ausgestattet. Dass wir auch ja 6 Felder mehr haben pro Kiste. Und wenn wir irgendwann so weit sind und Goldkisten haben können, ja, dann könnt ihr euch vielleicht schon denken, was passiert. Wenn. Dann wird unser Lager nochmal aufgefrischt. So, kriege ich davon noch irgendwas mit? Nö, nö, nö. Und nö. Alles klar, die erste Fuhre geht rüber. Rolli, 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 rolli. Alles einsammeln. So. Dann würde ich sagen, an der Treppe. Jo, an der Treppe ist Zauber und hier vorne ist denn Nahrung. Würde ich jetzt mal so behaupten. Sami. Mal Baumwolle. Baum. Busch. Ach, das ist auch egal. So, Sami, 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 Sami. So, die Pilze. Achso, das sind auch Samen. Okay. Zack. 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 Auch Setzling. Zack. Zack. Was ist das da? Ein Ei. Okay, das weiß ich auch nicht. Gartenpilz, Weizen. Das ist noch Samen, was? Eier sind Zutaten. Ja, ich bin ja sowieso auf der Nahrungsetage, aber ich sortiere ja gerade wegen Samen und nicht Samen quasi. So, dann ist da die Sami-Ecke. Und hier haben wir denn die... Warum ist hier oben Holz? Ist das nicht Zutat? Hä, hier oben ist Nahrung. Nur Nahrung? Naja klar, Nahrung und Zauber, hatte ich doch gesagt. Ach so. Unten sind doch Rohstoffe und Holz ist Rohstoff. Na gut. Mann, Mann, Mann. Schon geht das los. Deswegen bin ich auch schon wieder einen Schritt weiter. Ich bring dir erstmal alles rüber, damit du nicht so weit laufen musst. Ja, aber wenn du es alles gleich durcheinander bringst, ich räume doch hier auf die ganze Zeit. Kann das schon mal nicht mal passieren. Dann schließen wir das schon mal aus. EZ-Quälerpote. Machen wir mal weiter. Rote Beeren kommen hier rein. So, dann kommt da Weizen rein. Dann kommen die Karotten und Kürbisse und die komische Wüstenfrucht und Pilze. Ja, und Eier. So. Und was ist das? Wasser. Achso, ja. Wasser kann man hier natürlich auch reinkloppen. So. Dann bringen wir mal das Holz nach unten. Da ist Stein. Da kann man ja hier Holz reinballern. Holz, Holz, Holz. So, ist hier schon irgendwas drin? Da habe ich schon Steine. Stein, genau. Ich würde sagen, erste Erde und Sand. Zweite normale Steine. Dritte Kiste. So, hier haue ich jetzt Baumwolle drin. Zack. Und vierte. Zack. Die Spezialsteine. Zack. Schupp. Und die andere Seite machen wir in den losen Kram. Zack. Wenn wir alles runterkriegen. Zack. Hier kann ich dann schon mal eine Fuhre Stein reinkloppen. Da habe ich dann noch einmal eine Fuhre Holz. Ja, ja. So. Miau, miau, miau. Ich würde mal sagen, hinten links die Ecke müssen wir ja auch noch für Metalle und sowas haben, ne? Ja. Du, ich habe hier vorne schon zwei Kisten hingestellt für deine. Du musst nicht mehr so weit laufen. Ist doch nicht weit.
Aber es wäre besser, wenn es nur einer sortiert. Und alles doppelt und dreifach. So. Was haben wir in der Kiste noch drin? Aha. Dekorativ. Ja. Okay, voll. So, erstmal in die Nahrungsetage. Da habe ich das meiste im Koffer. So, das kann da noch rein. Das kann da noch rein. Das passt auch noch. Das passt auch noch. Nee, das passt nicht mehr. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Da nehmen wir noch was mit. Boah, wir. So, aber die erste Nahrungskiste schon voll. Ja, das geht doch fix. Aber dann kann ich auch, glaube ich, so machen. Nee, so? Aha, okay, alles klar. Zack, zack. Zack, zack. Und zack. So, siehst du, dann haben wir ja hier auch schon Zauber mit drin. Zauber kommt hier hin. So, Zauberzeugs und eine Rolle und das. Kann man nicht stecken. Okay. Hopp, hopp, hopp. Das kommt jetzt auch noch weg und das kommt dann noch weg. So. Guten Tag. Guten Tag. Halt da, muss ich mal so, dann haben wir noch ein paar Pilze, Pilze. Okay. Zack, zack, zack. So, dann haben wir hier unten die Steine gedönse. Willst du die Ziegel auch eher bei Steinen mit reinnehmen oder so? Ich glaube, Stein werden wir viel zusammenkriegen später. Ja, wir müssen ja auch nicht mit 5 Millionen Steinen sammeln. Man kann ja auch was weghauen. Bitte mal. Okay, hier ist Holz und Stroh drin. Zack und zack. Nee. Das ist einmal hier. Misch drin, da ist normal Holz drin. Genau, da ist Baumwolli drin und da ist sonstiges quasi drin. So. Nein, falsche Taste. Zack, zack. Weil das Problem ist, wir brauchen ja auch irgendwie auch noch eine Kiste, wo wir halt eben Eisenbahn und sowas auch alles reinkloppen können. Ja. Und das ist ja hier unten alles schon quasi voll. Deswegen müssen wir mit unserer Sammelrei auch ein wenig aufpassen, würde ich sagen. Zack, 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 zack. Dann mache ich da jetzt die Eisenkiste. Juhu, Eisen. So. Und hier haben wir Holzwaren. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ton. Hör auf zu düsen. Okay. Ah, eins, eins, zwei. So, Deko. Da habe ich auch noch Blöcke drin. Okay. Dekokram. Oh Gott, ja. Also, Dekokram weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt sortieren. Also, da Tische, da Stühle oder irgend so ein Scheiß. Habe ich schon gemacht. Ja, willst du jedes Mal 3 Stunden suchen, wo mal ein Tisch drin war? Und noch weiß ich. Ja, noch. Aber noch haben wir auch nur 3 Sachen drin. Nicht 50.000 Kisten, also. Und ich glaube, so aufteilen können wir es nachher im Endeffekt auch nicht mehr. Dafür reichen die Kisten nicht. Dann hau alles irgendwo rein. Jo, habe ich jetzt auch gemacht. Weil das jetzt noch anfangen zu sortieren. Nee, der war morgen nicht fertig.
Okay. So. So, ist klar. So, dann haben wir noch so ein Bauer-John. Ach, der kommt erstmal oben in Deko rein. Scheiß drauf. Ja, dann haben wir auch noch einen Bauern-Johnny gefunden. Also wenn wir denn irgendwann mal ein Feld haben, haben wir denn einen Bauern-Johnny. Kann der Hund arbeiten. Wäre der Bauer da nicht rum. So. Machen wir die gleich mal vor der Tür erstmal leer. Da ist nichts und da ist noch was drin. Zack, zack. Sag mal, alte Kleidung wollen wir nicht aufheben, ne? Pff, eigentlich nicht, eigentlich kann man die schon schreddern. Bring die mal so ein Container, gut. Weil das sind zum Beispiel so Sachen, die man echt nicht aufheben muss. Okay, okay. Habe ich auch fast gedacht. So, dann sind hier unten ja auch schon so ein paar Kisten leer. Juhu! Ach, die grüne Neune. Okay, das passt nicht mehr rein. Das passt noch, das passt noch. Da aber nicht mehr. Und passt das dort ein? Oh, das passt aber auf jeden Fall noch. Gut. Naja, ein, zwei Kisten kann man ja auf jeden Fall im Turm noch aufheben. Ja, brauchen wir sowieso, weil da ja auch die ganze Bergwerke stehen. Eben, gerade so am Ofen lassen wir die Kiste zum Beispiel stehen, dass man da gleich das rüberräumen kann sonst. So, was habe ich denn da jetzt überhaupt in der Hand? Was ist denn das für ein Kram? Seide. Ach, du grüne Neune. Wo packen wir denn jetzt noch Seide hin? Das können wir ja hier hin. Bei Rohstoffen. Ja, ich packe das dahin, wo so Schuppen und Knochen und sowas reinkommen. Ja. So, habe ich noch irgendwas, was hier in die... Was ist das denn? Achso, das Schwert. Ach Gott, Waffen haben wir ja auch noch. Waffen und Gedöns sind ja toll. Zack. Zack. Ah, da hast du doch. Ich würde so sagen, so Waffen und so Gartenzeug wie Hacke oder sowas, kloppe ich dann auch einmal dann oben in die Dekokiste rein. So eine Ecke. Dass wir dann so eine Waffenecke haben oder so, keine Ahnung. Ja. Halt. Da kann das noch rein. Habe ich noch mehr irgend so ein Glitzi-Zeug? Glitzi, Glitzi, Glitzi. Nö. Das ist kein Setzling. Okay, dann packen wir das einfach. Okay, links nehmen wir Treppe, ist schon mal kein Platz mehr dafür. Dann machen wir das rechts in der Treppe. Okay, Waffe und Hacke. So. Hä? Dann. Weg. Wo ist die Hacke? Da ist die Hacke. Okay, Waffe und Hacke haben wir da drin. Ja, siehst du, dann haben wir rechts neben der Treppe, denn ist dann so, ja, Werkzeug, Waffe. Ecke, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Okay, hier sind Kisten drin. Habe ich irgendwas mit Kisten? Nein. Ja, eine war Schränke. Möbel. Schade, dass ich Kisten nicht stapeln lassen. Das ist ein bisschen paradox. Naja, was ist das? Feuergeist, okay. So, müllen wir erstmal den ganzen Scheiß zu. Was ist das? Flammenrubin? Das muss nach unten. Staub auch nach unten. Bernstein muss auch nach unten. Frostlinien. Alles klar. Bernstein. Palmenblätter. Das ist alles glitzi-glitzi-Zeug. Oh, da wären noch zwei Sachen.
Und hier war so Kistenkram. Ja, das ist ja auch fast voll. Zack, zack. So. Aha. So, Nahrungsgedöns. Also ansammelt, ne, im Laufe der Zeit. Wäre die helle Freude. Okay, dann machen wir da diese Portalsteine-Dingsies rein. Machen wir es erstmal so. Und hier vorne machen wir das, das und da ist ein Zauber, da und da und da ist ein Zauber. So. Feuergeist, ja, warum nicht? Obwohl, nee, ist kein Zauber. So. Eins, zwei. Was war was dann? Zack. Blätter, Pilze. Okay, Kompass klopp ich denn mal oben bei Werkzeug und so? Ja, das. Bei Benutzzeug? Da kommt der Kompass rein. Eine Schrankkiste. Da ist die Sitzkiste gewesen. Hallo! Ach, die wurde zusammengelegt, gut. Tische und Bänke. Da ist drum. Okay. Einmal weg mit der Kiste. Das ist eigentlich Holz- oder Eisenkisten, weißt du das? Was denn? Das Holz- oder Eisenkisten? Ja, welche? Oben, ganz oben. Naja, Eisen ist ja nur, wenn das hell drumrum ist, ne? Das Dunkle, glaube ich, dieses Kupfer oder so, ich glaube, das sind dann ganz normale Holzkisten. Würde ich so behaupten. Weil ich glaube, hier hatten wir keine Eisenkisten reingestellt, oder? Hatten wir die nicht nur im Lager? Gut, dann ist das die Beleuchtungskiste. Was drin? Nein, das kann dann alles auch weg. Zack. Tschüss. Okay, anyway. Achso, hab mich aus Versehen hingesetzt. Ich wollte gerade sagen, was war das denn jetzt? Ja, Krieger sind wir ja auch nicht. Also können ja eigentlich die Kupferspangen ja eigentlich auch weg, ne? So eine Handschuhdinge. So. Gleich mal ein bisschen aufräumen hier. Ja, wenn wir schon dabei sind, ja. Ich hab die doch entsorgt. Warum schweben die jetzt hier auf dem Boden? Ach du Gott. Vielleicht wollen sie nicht gehen. So, die Kiste rein, auch einmal auf. Hä, hey, jetzt habe ich die wieder aufgenommen. Will du mich verrutschen? Ach so, da ist der Mülleimer. Ich habe das auf der rechten Seite. Dahin schmeißen? Ja. Ich hab gedacht, rechts wäre der Mülleimer. Man sollte vielleicht auch hingucken, wenn man was tut. Manchmal ist das empfehlenswert. So, dann haben wir ja alle Kisten leer. Am Ofen habe ich die eine Kiste stehen lassen. Ich meine, wenn wir noch eine Eisenkiste übrig haben, ich glaube, irgendwo haben wir noch eine, die können wir ja dann sonst am Ofen hinstellen. Weil ich bin der Meinung, in irgendeiner Kiste war nämlich noch eine Eisenkiste. Dann kann man die ja bei uns beim Ofen und Werkbänken hinpacken, dann ist das eine Sammelkiste, weil im Endeffekt soll das ja alles ins Lager und nicht mehr im Haus. Ja. Ja, die Kisten hier kann man stehen lassen. Ist ja noch ein bisschen dekorativ. Wir können einmal kurz das hier machen. Weiß nicht, ich guck mal oben. In der Deko-Etage, wo schon Kisten drin sind, ob da nicht irgendwie eine Eisenkiste zwischen ist. Ich bin der Meinung, wir hatten. Da, ja, wir hatten noch eine. Wupp, wupp. Sag ich doch. Alles klar. So, das kann das weg. Das kann auch weg. Das und das. Schade, dass man die Kisten nicht stecken kann, dass die wirklich immer einen Platz wegnehmen. Ja, das habe ich ja. Meine, habe ich auch.
Das ist ein wenig ungünstig, würde ich behaupten. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Zauber. Wo bin ich? Ja. Achso, ja. Was ist das? So, Zauber. Weg damit. Was ist das? Baumwolle, okay. Haben wir noch Eisen und so? Ja, der Megaschrank so ziemlich aufräumt. Das ist sehr gut. Eigentlich muss ich nur noch einmal nach unten und dann werde ich hoffentlich alles los. Raketen? Raketen, oben Deko, würde ich sagen, oder? Na gut. Kommt's in die Beleuchtungskiste. Ja, im Endeffekt kannst du die Lichtkiste ja übernehmen. Ja. Kannst du denn oben auch eine Beleuchtungskiste machen? Wir haben ja so viele Fackeln und Co. Ja, habe ich schon. Eine ist fertig. So, also. Ich... So, zack. Dann habe ich hier noch einmal Stein in der Hose. Na, da muss ich hier. Zack, Stein. Was ist das? Eisenerz. Alles klar. Dann kommt das natürlich in die Eisenbarenkiste. Das passt ja schon mal. Zack, Eisenerz rein. Ja, dann haben wir ja eigentlich nur noch das. Müsste eigentlich irgendwie noch hier reingequetscht werden. Das war klar. Wir müssen irgendwie noch ein Plätzchen haben für... Achso, Erz kann natürlich da auch raus. Ah ne, machen wir das mal so. Erz, Erz, Erz. Staub, Staub. Die ganzen Erze können auch hier rein. Was kann man eigentlich mit diesem ganzen Bernstein überhaupt machen? Kann man dazu überhaupt was basteln? Ich glaube ja. Für irgendwas ist das gut. Aber wir haben ja massiv viel davon, ne? Ein bisschen. Ach, da ist der. Ich habe den. Und Baumwollstoff. Bin hier auch noch welche reingepackt. Ich ihn zurück. Nee, da hinten sind ja nur Schuppen und Knochen und Haare. Also quasi alles Vereinzelte, was man nicht so braucht. Also und Baumwollstoff packe ich dann hier vorne zur Baumwolle. Okay, ja gut, macht auch mehr Sinn. Ja, denke ich nämlich auch. Also, Bernstein brauchen wir nicht mehr. Ja, zumindest nicht den grünen. So, Leute. Zumindest, wenn wir erstmal rausfinden müssen, wofür wir das überhaupt, ja. Mein Inventar sagt, ich bin fertig mit dem Umzug. Oh. Ja, mein Inventar sagt das auch gleich. Ich muss nämlich nur nach oben beim Ofen, packe ich die eine Eisenkiste noch hin. Denn kann nämlich alles da rein, was so von den Bänken und vom Ofen kommt. So, die 7 ist das. Und dann drehen wir die Kiste noch einmal. Zack. Weil hier ist dann quasi auch unser Werkraum. Und dann haben wir dann noch eine Kiste, damit wir das einmal rüberschmeißen können. Ja, dann müssen wir hier oben den Turm noch so ein bisschen aufräumen. Würde ich sagen, weil hier ist doch echt sehr viel Deko hier oben. Aber obwohl, es ist unser Ramsteck. Ramsturm? Ja, so ungefähr, ja. War ja auch unser erstes Zuhause hier auf dieser Insel. Ja, das bedeutet uns was. Ja, und deswegen lassen wir ihn auch so. Das ist ein Anschi-Museum. Ja, was machen wir mit den Kisten hier unten im Turm? Wollen wir die auch so... Was sammeln, den wir nicht wegsortieren wollen, packen wir das mal hier rein. Ja, wenn wir von der Reise gekommen sind oder sowas. Genau. Obwohl man, wenn man von der Reise kommt, auch gleich ins Lager gehen kann, ne? Ja, aber du weißt, wie es ist. Man ist müde, man hat es in den Knochen, man hat graue Haare. Du redest doch gerade nur von dir. Ja, ich weiß. Ja, das Problem ist, wenn wir die Kisten hier so stehen lassen und so hier, ne, die Unsortierkisten erstmal sind, dann verfallen wir wahrscheinlich wieder in Faulheit und irgendwann müssen wir wieder 75 Kisten darüber schleppen. Aber wir können die ja dann erstmal als Deko hier unten stehen lassen. Genau. Außerdem ist das Problem von Zukunftspowerbrezel und Zukunfts-CZ. Hm, ja. Ach Gott, das sind ja schon wieder 30 Minuten. Ach du grüne Neune, wie die Zeit verfliegt. Geht ja, ja gar nicht. Nein. Ja, oder die Kisten können wir ja irgendwann wegräumen, wenn wir vielleicht irgendwelche Deko-Sachen noch hier unterstellen können. Wie so eine Art Vitrine, weißt du, hier in der Wand rein. So Figuren oder sowas, so Statuen. Das ist doch auch geil, wenn wir uns Statuen reinstellen.
Okay. Auf statt Feuerkarten. Die Kisten. Falls sie hier reinpassen. Weil dann hast du so wie so Statuen so eingemauert, so drinne. Das ist doch auch geil. Bin ich eingemauert. So. Ein Zuhause-Turm ist das doch cool. Statuen haben wir da bestimmt noch irgendwo. Haben wir auch. Aber das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Oh. Renne dich von diesem Spiel, liebe Powerwitzel. Aber. Seitdem das mit dem Anvisieren weg ist, mag ich es aber wieder. Achso, ja, hier ist ja die Waffenecke. Statue hinten rechts. Wieso hinten rechts? Da sollte doch Waffen. Nee. Es geht los. Ah, okay, ich habe schon mal zwei gefunden. Wenn ist hier noch eine. Hier ist noch eine. Aha, hier sind auch zwei. Sehr schön. Nein, nicht diese Kiste. Die andere Kiste. Da ist nichts drin an Statuen. Alles klar. Ihihi. Miau, miau, miau. So, den können wir ja nicht. Aber ich glaube, die waren zu groß. Ne? Oh Gott, nee, die sind zu groß. Die kann man da nicht hinstellen. Stell die so hin. Ja, wohin? Die Alligatoren passen ja hier gerade nirgendwo. Ach, die Riesen. Ja, genau. Ja, da müssen wir uns was einfallen lassen und sowieso und überhaupt. Ja, oben auf dem Turm passt bestimmt eine. Kommt an unseren Tempel, die Statue. In den TZ-Tempel, wo du mich anbieten kannst. Mhm. So, passen die da rein? Nein, sie passen nicht. Big. Da, ja, oben müssen noch die zwei weg. Nein, oben. Oben. Ja. Boah, wie sie grinst bösartig. Guck mal, da arbeitet. Ich hab gleich den ganzen Spaß. Guck, 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 Leute. Lacht sogar. Guck mal, sieht doch geil aus. Ja, das sieht cool aus. Dann hält er noch eine Fackel und dann haben wir es. Aber das alles und noch viel mehr. Ja, na, 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 na. So, Leute. Ich hoffe mal, ich kann die Powerwurzel gleich brennen von ihrem Turm. Das sieht doch mal hässlich aus. Ey, die Trophäe haben wir gekriegt. Ja, wir müssen stolz drauf sein, auf dieses hässliche Ding. Ach, für unsere Special Kill die Mega Blumen? Ja, irgendwas, dieses Event da auch von dieser einen Map, glaube ich, war das doch, ja. Also müssen wir da jetzt stolz drauf sein. Aber das passt da nicht so hin, neben den anderen schönen Statuen, ne? Nee. Tschüss, Trophäe. War schön. Nicht. Kommt nachher irgendwo im Wohnzimmer so. Ja, schließlich. Alter, sind diese Dinger groß? Das ist ja der Wahnsinn. So, Mr. Robotik-Kiosk. Dum, dum, dum. So, sind wir das auch losgeworden? Stein, 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 Stein. Komm mal in den Turm hoch, wo die Werkbänke stehen. Okay, Moment. Mir schwant ja Böses. Ach, was. Vorbei, vorbei, vorbei. Wir müssen mal die Treppe arbeiten hier so. Überhaupt nicht übertrieben oder so. Passen? Ich sehe nix. Und einmal hochgehen kannst du auch noch. Ich sehe hier nichts. Ah, die passt hier top rein irgendwie. Und dieselbe Farbe mit dem Feuer. Ah ja. Na, Kollege? Guck mal, wie das von unten aussieht, weil er da ja rüberguckt. Ja, richtig nice! Warte, ich komm runter. Tot. Nix guck, tot. Guck mal jetzt nach oben. Ja, das sieht geil aus. Richtig ja, gut. Wie so ein Wächter. Roko passt auch da oben. Roko-Wächte. Lol. Ja, wie ihr seht, wir müllen unser Turm im Turm überhaupt nicht zu. Also, völlig legitim hier alles. Er wird definitiv ein Museum für abstrakte Kunst. Ja. Das wirklich.
Oh, schön daneben stellen. So, Leute, dann sagen wir mal lieber schnell auf Wiedersehen, bevor sich hier alles komplett zumüllt. Wie, es müllt sich voll. Verstehe ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Danke fürs Zuschauen. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wir freuen uns generell. Ja. Auf Wiedersehen. Mhm. Tschüss.